Herzlich willkommen, Katrin Konzelmann-Stingel mit der kleinen Bienenschule. Wir freuen uns, Sie hier auf der KIS begrüßen zu dürfen. Und damit übergebe ich Ihnen jetzt auch das Wort und schalte mich stumm und schalte mich auch mit der Kamera aus. Ja, danke, Frau Killmann. Also in diesem Vortrag gehen wir raus. Das Wetter ist schön, unser Bildungsobjekt ist in der freien Natur und es gibt ganz wenig Gründe, im Klassenzimmer zu bleiben. Also ich zeige jetzt erstmal einen Film aus der kleinen Bienenschule direkt und dann danach könnt ihr Fragen stellen. Also jetzt nicht wundern, am Anfang haben wir wenig Ton. Ich werde den dann einschalten, beziehungsweise es schaltet sich automatisch ein und wir schauen einfach mal in die kleine Bienenschule und schauen, was da los ist. Ja. Also wie gesagt, nicht wundern, jetzt ist kein Ton. Wir blättern gerade durch unser Bildungsmaterial. Wir erstellen selber unser Bildungsmaterial. Das sind also lernbegleitende Hefte für Grundschüler. Hallo, und jetzt geht's los. Ihr seid hier bei mir in der kleinen Bienenschule in Hofheim. Wir sind ein außerschulischer Lernort und zeigen dort Menschen, Schülern, Kindern, all die es wissen wollen, etwas zu Honigbienen, Wildbienen und naturnahen Gärten. Diesen Ort haben wir geschaffen, um Zusammenhänge herzustellen. Zusammenhänge zwischen Pflanzen, Natur, Bestäubung, Biodiversität. Was hat alles miteinander zu tun? Wir schauen mit unseren Schülern in den Bienenstock, schauen uns den Supraorganismus in einem mikroskopisch kleinen, bis in die mikroskopisch kleinsten Zusammenhänge an. Wir gehen in unseren Wildkräutergarten und zeigen dort Schülern, was können wir aktiv tun, um Bienen zu schützen, um ein Nahrungsangebot zu schaffen. Wie hängt alles miteinander zusammen? Wir sind heute in der kleinen Bienenschule, einem außerschulischen Lernort. Wir haben heute Besuch. Wir haben heute Yara und Lotte hier. Kommt ihr? So. Da sind Yara und Lotte. Hallo, ich bin die Lotte, bin 11 Jahre alt und gehe in die 5. Klasse eines Gymnasiums. Hallo, ich bin die Yara und bin 9 Jahre alt und gehe in die 4. Klasse einer Grundschule. Ja, dann zieht mal euren Schleier an. Wir schauen uns jetzt mal die Bienen im Flugloch an. So, wenn ihr mal ganz vorsichtig vorne reinschaut, das ist das Flugloch. Könnt ihr ruhig ein Stück näher kommen. Schaut mal rein, dann seht ihr, wie die Honigbienen in ihren Stock ein- und ausfliegen. Seht ihr das? Ja. Hier unten, Flugloch, Bienen fliegen in ihre Bienenbeute ein- und aus. Ne? Mhm. So, jetzt gucken sie, wer hier ist. Ich gehe ein Stück zurück. Ihr könnt ruhig ein Stück näher gehen und euch das mal anschauen. Teilweise tragen die Bienen, das sind die Arbeiterinnen, dicke gelbe Pollenhöschen in den Bienenstock ein. Damit füttern die Bienen die Brut. Wir gucken uns natürlich immer zuerst die Völker an, ob wir mit den Kindern überhaupt an den Völkern arbeiten können. Wenn wir das Gefühl haben, die Bienen sind aufgeregt, dann gehen wir nicht an den Stock. So, aber wir haben ja Lotte heute hier. Und Lotte ist ganz mutig und schaut mit mir in den Stock. Eines der wichtigen Geräte, wenn man an die Bienen geht, ist der Stockmeißel. Ne? Damit kann man in den Beuten besser arbeiten. Du darfst jetzt mal den Besen halten, das zweitwichtigste Instrument der Imker. So. Das sind jetzt nicht die richtigen Handschuhe. Aus. Ich hole vorsichtig eine Wabe raus mit dem Stockmeißel. Was sehen wir? Das ist eine Honigwabe. Da ist ganz viel Honig
und Nektar drin. Das ist der Nektar und das ist der Honig. Du darfst es gerne halten, dann tauschen wir immer hier an den Ärmchen. Ne? So. Dann schau dir das mal an. Wenn du es ein bisschen in die Sonne hältst, kannst du besser reinschauen in die Waben. Genau. Sehr schön. Ich nehme dir das wieder ab und hänge die Waben zurück. Ich ziehe noch mal eine Wabe raus, die noch nicht bebaut wurde. Das ist ein Rähmchen mit einer Mittelwand. Da sind keine Bienen drauf. Hier haben sie noch nicht gebaut. Das ist auch ein Grundwerkzeug der Imker. Die Mittelwände in die Rähmchen rein löten, um den Bienen eine Vorlage zu bieten. So, dann nehme ich das wieder und hänge das auch zurück. Wir können ja mal schauen, ob wir noch eine Wabe mit Brut finden. Wabe. Auch hier siehst du wieder, das ist der Honig verdeckelt, ne? Das Futter, das Bienenfutter und da der Pollen für die Bienenbrut, das Futter. Sehr schön, vielen Dank. In diesem Volk sitzt die Brut in der unteren Zarge. Ich mache die Kräuter wieder zu. Darfst du das halten? Ja. Danke. Ich glaube, das ist nicht ganz gut aufgehört. Genau, sehr gut. Vielen Dank für deine Hilfe, Lotte. Hier in unserem Wildkräuter- und Staudengärtchen haben wir auch gleich dafür gesorgt, dass heimische Blühpflanzen in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bienenvölkern stehen. Dabei wollen wir auch nicht die wichtigen Wildbienen außer Acht lassen, die nicht so direkt von der Imkerei profitieren. Wenn man sich vorstellt, dass allein in diesem kleinen Stückchen Erde Billionen von Mikroorganismen leben und dass in dieser Blüte Nahrung für so viele Insekten enthält, dann gibt es schon heute viele Fragen, inwiefern sich der Klimawandel Insekten, Pflanzen und Böden auswirken wird. Man kann es nur abschätzen. Durch Temperaturverschiebungen werden auch Vegetationsperioden verschoben und die Insekten können nicht mehr auf ihre natürlichen Ernährungsgrundlagen zurückgreifen. Denn die Koevolution wird nicht so schnell voranschreiten, wie das Klima sich ändert. Was meint ihr? Wie können wir unsere Insekten für die gesamte Nahrungskette, die so wichtig sind, zukünftig schützen? Durch einen vorsichtigen Umgang mit der Natur? Vielleicht durch Anpflanzung von Wildkräutern, die der Klimaveränderung standhalten können? Das sind super Ansätze, die wir dringend beachten sollten. Man kann nur hoffen, dass es möglichst bald Lösungen gibt, um in eine klimaneutrale Zukunft zu schauen. Durch unseren Bildungsansatz haben wir hier einen Hebel, um das Thema in seiner gesamten Bedeutung zu verankern. Die kleine Bienenschule der EcoKids ist dabei nur ein kleiner Baustein. Wir wünschen dem Symposium viele gute und wichtige Ansätze und euch beiden viel Spaß und Freude an der Natur, um diese zu erhalten und für ihren Schutz niemals aufzugeben. Hast du auch Besuch?
So, jetzt sind wir am Ende unserer kleinen Bienenschule, in unserem kleinen Bienenschultag angekommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und damit ihr euch was für zu Hause mitnehmen könnt, haben wir euch etwas Saatgut eingepackt. Nahrung für die Bienen. Und was haben wir hier? Bohnen, sehr richtig. Dann nehmt ihr euch in der Hand Bohnen mit. Das ist Nahrung für Bienen. Genau, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und hattet euren Spaß. Ja, jedenfalls. Gut, dann verabschieden wir uns. Ja. Und freuen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ja. Ja. Macht's gut, ihr zwei. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank fürs aufmerksame Zuschauen. Das ist im Prinzip das, was wir in der kleinen Bienenschule machen. Das sind sehr gezielte Projekte, die wir für Schüler allen Altersgruppen anbieten. Wir bieten auch Gruppen ab Kindergarten an, also ab 3 Jahren gehen wir mit den Kindern schon an die Bienen, stimmen entsprechend das Programm ab und sind einfach direkt draußen, um die Angebote direkt vor Ort zeigen. Ja, genau. Gibt es denn eigentlich bis dahin schon mal Fragen? Nein, im Augenblick noch nicht. Okay, gut. Also im Prinzip sind wir als außerschulischer Bildungsträger in Hessen anerkannt, arbeiten mit Schulen ab 1. Klasse, haben aber unser Curriculum, dass das dann für das gesamte Jahr aufgebaut ist, auch für Klassen bis Sekundarstufe 2, Abschlussklassen entwickelt und versuchen je nach Altersstufe, Klassenstärke, Projektanfrage, das Angebot zu adaptieren. Und unser Lernthema ist eben immer Honigbiene, Wildbiene und das naturnahe Gärtnern, weil wir da ganz viele Zusammenhänge auch sehen im Klimaschutz und im Artenschutz und in dem, was man eben tun kann, um sich um die Natur zu bemühen und sehen da eben einen ganz wichtigen Bildungsansatz für Schulen in der Unterstützung. Weil wir haben festgestellt, dass es oft für Schulen gar nicht so einfach ist, eigene Bienenvölker zu halten. Aber Bienen bieten nun mal eben eine ganz große Bandbreite an Möglichkeiten, auf das Thema Umwelt, Klima, Biodiversität einzugehen. Das war der Grund, warum wir eben gesagt haben, wir bieten einen Lernort, einen außerschulischen, der besucht werden kann. Wir haben auch diesen Lernort ganz gezielt und bewusst eigentlich mitten ins Herz der Gemeinde gesetzt, dass man da direkt hinkommen kann. Das ist uns auch ein wichtiges Anliegen, dass man eben den fußläufig erreichen kann, den Lernort, und sind auch dabei, eben auch weitere Lernorte zu erschließen mit anderen Schwerpunkten über die kleine Bienenschule hinaus. Wir haben Streuobstwiesen auch angepachtet und je nachdem, welche Projekte eben anstehen, setzen wir unsere Schwerpunkte in der Umweltbildung dann auch ganz gezielt in Abstimmung mit den Schulklassen und Lernorten zusammen. Also das heißt, die Curricula werden dann individuell ausgearbeitet. Darüber hinaus unterstützen wir Bildungseinrichtungen auch im Ganztag, also am Nachmittag, nicht unbedingt nur fächerübergreifend, sondern auch in der Betreuung. Das sind dann eben Camps, die wir machen. Wir haben es vorhin gehört, wir sind auch mit Waldo Sotos Gruppe 2811 in einem Klimacamp, dass wir auf einer Streuobstwiese anbieten, und dort sind dann eben die Zielgruppen etwas älter und das Angebot ist etwas modifizierter. Ja. Genau. So, jetzt weiß ich nicht, wer mir noch zuhört oder noch Fragen hat oder wie weit ich das Thema noch ausbreiten kann, soll, oder ob es im Prinzip schon aktuell alles gesagt wurde. Nein, ich lasse Sie auch nicht alleine. Nein, es kommen Fragen gerade rein, was genau eigentlich Privatpersonen für Wildbienen machen können, also unabhängig jetzt von ihrer Bienenschule, auf die wir gleich auch nochmal zurückkommen.
Ja, für Wildbienen kann man eine ganze Menge machen. Also Yara und Lotte haben es ja auch eben gerade gezeigt in dem kleinen Film. Es gibt ganz einfache Möglichkeiten, den Wildbienenschutz voranzutreiben. Das fängt schon damit an, dass man einfach ungefüllte Wildkräuter anpflanzt. Also eine Geranie mag schön aussehen, ist aber für eine Wildbiene völlig ungeeignet. Es gibt auch jetzt blühen aktuell die Forsythien draußen, herrlich, ganz gelb. Man denkt, es ist eine schöne Bienenweide, ist es nicht. Also man muss, wenn man, denke ich mal, für Wildbienen was tun will, darauf achten, dass man ungefüllte Pflanzen nimmt, dass man heimische Pflanzen nimmt, dass man auch versucht, für das ganze Jahr ein Pflanzangebot zu machen oder ein Nahrungsangebot für Bienen zu entwickeln. Und das kann, wenn man keine eigenen Möglichkeiten hat über Balkon oder Garten, das kann auch im öffentlichen Bereich sein, das kann über ein Hochbeet oder in einem Urban Gardening Projekt passieren. Das kann einfach dadurch passieren, dass man sich auch in Naturschutzorganisationen engagiert. Also diese Möglichkeiten gibt es. Und natürlich haben auch die Schulen immer wieder hier Möglichkeiten anzusetzen, weil ganz viele Bildungseinrichtungen doch die Möglichkeit haben, in irgendeiner Form Anpflanzungen vorzunehmen. Und es ist ja nichts trauriger als ein Schulhof, der nur zugepflastert ist und kein Grün bietet. Ne? Und auch jeder zugepflasterte Schulhof kann eigentlich erblühen, indem man ein Hochbeet aufstellt. Also ich denke mal, das ist auch für Bildungseinrichtungen gar kein Problem. Auch hier unterstützen wir, indem wir dann indem wir die Schulen anleiten, wie sowas entstehen kann, wie was gebaut wird, wie man das Hochbeet entwickelt, wie man auch Arbeiten am Hochbeet, mit dem Hochbeet in den Unterricht integrieren kann. Und ja, das ist die eine Möglichkeit. Und das andere ist natürlich das übliche Wildbienenhotel oder diese Wildbienenschlupfmöglichkeiten, die es auch gibt. Auch da gibt es viel Ansatz, ja. Genau. Es gibt noch eine weitere Frage, und zwar vorhin von Ihnen ja auch angesprochen, die Bienen in der Schule, also auf dem Schulgelände, und dass das ja doch nicht unbedingt einfach ist. Welche Gelingensbedingungen gibt es denn, dass Bienenvölker direkt im Schulkontext gehalten werden können? Es gibt Möglichkeiten, dass Bienen direkt im Schulkontext gehalten werden. Zunächst muss man sicherlich die Schulleitung involvieren und mit der Schulleitung besprechen, welche Möglichkeiten gesehen werden. Man muss das sicherlich die örtlichen Gegebenheiten im Auge behalten. Man kann Honigbienen aufstellen. Man kann aber auch vorsichtig mit Wildbienen anfangen und auch da erstmal das Lernfenster eröffnen, weil auch viele Menschen da nicht ganz klar im Bilde sind, dass Wildbienen ja eigentlich nicht stechen und auch in der Schule eigentlich durchaus ein wunderbarer Lerneröffner sind. Wenn man mit Honigbienen in die Schule kommen möchte, dann sollte man tatsächlich die räumlichen Gegebenheiten auf dem Schulhof kennen, sollte die Möglichkeiten auch sehen, die es mit der Schulleitung gibt. Und dann kann man auch gleich ganz sicherlich Lehrer finden, die Projekte mit lernbegleitend an den Honigbienen umsetzen möchten. So, und da gibt es das ganze Jahr über ganz viele Möglichkeiten. Also mit Bienen, an den Bienen zu arbeiten, über die Bienen zu arbeiten, fächerübergreifend zu arbeiten und dann eben wieder den Zusammenhang herzustellen, was haben Bienen mit Klimawandel zu tun, welche Probleme kommen auf uns zu, wenn es diese Artenvielfalt schlecht geht. Ja. Eine weitere Frage, das ist die Kompetenz der Lehrer natürlich, die auch erstmal geschaffen werden muss. Und zwar, wie schwer ist es eigentlich, das Imkern zu erlernen? Und gibt es Vorschriften, also gerade im schulischen Kontext, die zu beachten sind? Es gibt immer wieder Vorschriften. Natürlich, wir sind das Land der Vorschriften. Das gibt es auch natürlich in der Bienenhaltung. Man muss die Bienen, die man auf dem Schulgelände aufstellt, natürlich anmelden. Die Lehrer, die mit den Bienen arbeiten wollen, sollten eine Fortbildung erhalten. Also wir bieten sowas natürlich. Wir machen Lehrerfortbildungen in der Bienenpädagogik. Wir haben durchaus die Idee zu sagen, jeder Lehrer, der mit den Bienen arbeitet, sollte zumindest einen Einstellungskurs gemacht haben, damit er weiß, welche Arbeit auf ihn zukommt. Viele Lehrer sind ja auch
haben ja auch meistens ganz viele eigene Ideen, warum sie Bienen haben wollen an der Schule und sind auch meistens selbst sehr kreativ im Umgang mit Ideen über die Bienen. Und von daher können wir da nur unterstützen und sagen, ja, unbedingt machen, an den Ideen arbeiten, hartnäckig sein. Meistens sind die Hürden nicht so groß, Bienen an die Schule zu bringen, wie es vielleicht am Anfang scheinen mag. Man muss tatsächlich die Bienen anmelden, das ist eine Hürde. Man muss ein Einverständnis von der Schulleitung haben, das ist vielleicht eine andere Hürde. Und das dritte ist, sich sehr für Bienen einzusetzen, dafür zu interessieren. Das ist das dritte. Mehr braucht es nicht. Also man braucht keinen Imkerkurs, der nachgewiesen ist im Vorfeld der Bienenhaltung. Nein, es ist ein Nachweis ist nicht notwendig. Okay, gut. Eine weitere Frage bezieht sich auf Ihre Lehrmaterialien. Und zwar werden Lehrmaterialien bzw. Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt. Ja, wir stellen Arbeitsblätter zur Verfügung. Da wir aber vor allen Dingen intrinsisch arbeiten, wir arbeiten jetzt mittlerweile auch sehr viel in dem digitalen Bereich. Das heißt also, wir haben Arbeitsblätter noch und nöcher. Wir haben Lernmaterialien, selbstentwickelte. Wir haben eine, wir kooperieren mit dem Klett-Mint Verlag. Wir kooperieren mit Melifera. Das sind alles, und wie gesagt, eigene Materialien, die wir entwickeln, je nach Altersgruppe. Aber unser Ziel ist es, die Schülerinnen tatsächlich an den Stöcken beziehungsweise im Umgang mit der Natur zu bilden. Also unser Ansatz ist der intrinsische und wir unterstützen das Ganze natürlich mit Materialien. Wenn ich jetzt sage, wir arbeiten jetzt im digitalen Bereich, so arbeiten wir auf der Idee Peer-to-Peer. Das heißt, unsere Schülerinnen müssen jetzt tatsächlich auch selbst digitales Material entwickeln. Also sprich, die gehen mit der Kamera, mit neuen digitalen Methoden direkt selber auch an die Völker, machen diese auf und müssen eigenes Material filmen, schneiden und vertonen. Also auch dieser Film, der vorhin gesehen wurde, das haben Schüler der zehnjährige Schüler vertont beziehungsweise geschnitten, was ich natürlich auch toll finde, weil dadurch lernen sie das digitale Handwerk direkt in Verbindung mit der Natur. Also das ist auch das Ziel, wo wir hinkommen wollen, zu sagen, wir brauchen diesen hybriden Ansatz. Ne? Also wir wollen jetzt nicht nur theoretisch Materialien zeigen, sondern wir wollen auch vor Ort arbeiten in der Natur direkt. Also man muss sich die Finger bei uns schmutzig machen. Eine Frage noch bezüglich des des Nahrungsangebotes für die Bienen. Also ein zugepflasterter Schulhof eignet sich ja wahrscheinlich dann doch nicht so unbedingt. Das heißt, müssen im Vorfeld erstmal schulhofgestaltende Arbeiten erfolgen, bevor man sich mit diesem Konzept überhaupt gedanklich beschäftigen kann. Schön ist es, wenn man das gemeinsam mit den Schulen und mit der Schulklasse und mit der Einrichtung vor Ort machen kann, wenn man sagt, gut, wir haben hier einen zugepflasterten Schulhof, wir würden gerne entsiegeln. Das wäre natürlich das erste Ziel. Das ist nicht immer so ganz gewollt aus verschiedenen Gründen. Das ist uns auch klar. Die nächste Möglichkeit ist natürlich das Errichten von Hochbeeten. Das ist meist völlig unproblematisch. Da braucht man noch nicht mal dringend erforderlich den Hausmeister. Also man kann auch hier schon ganz viele Maßnahmen ergreifen, ohne so sehr stark in die Infrastruktur der Schule einzugreifen. So, wenn man beispielsweise ein Hochbeet stellt und direkt daneben ein Bienenvolk stellt, hat man schon mal eine ganz tolle Einheit, mit der man starten kann. Ne? Man muss aber, wie gesagt, gucken, wie schützt man diese Einheit auch natürlich vor Vandalismus. Das ist immer das große Thema, wenn man mit Bienenstöcken arbeitet, weil man sich da auch gerne ausprobiert. Ich will es jetzt hier auch nicht verheimlichen. Ja, es wird auch gerne mal ein Stock umgeschmissen und dann wird geguckt, was machen die Bienen, wenn sie dann völlig aufgeregt aus dem Stock raus müssen. Das ist auch, kann auch passieren. Aber im Prinzip ist so ein kleiner Lernmodul, Wildbieneneinheit, Honigbienenstock, eine kleine Hochbeetanlage schon mal ganz ausreichend. Ja, und das können ganz viele Schulen schon umsetzen, denke ich mal. Wunderbar. Ich möchte auch ganz kurz noch einen Kommentar Ihnen zugänglich machen, nämlich von einem Lehrer, der sagte, beim letzten Mal war es bei Ihnen super und er konnte mit seiner Klasse sehr gut einsteigen. Ich glaube, das ist doch schön, wenn man auch über den Chat positive Rückmeldungen bekommt aus der Praxis und
das Konzept entsprechend auch ja, dadurch seine Berechtigung nochmal zusätzlich erfährt. Super, danke. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für diesen Beitrag. Leider sind wir schon wieder am Ende angelangt. Ich möchte noch auf zwei Dinge hinweisen. Vielleicht haben Sie auch Lust, am Spatial Chat teilzunehmen, sich dort nochmal zu vernetzen, auszutauschen, auch für Fragen offen zu stehen. Und dann auch der Hinweis auf die zweite KISS-Ausgabe am 13. und 14. November diesen Jahres, sowohl für die Referenten als auch für die Teilnehmer, eine herzliche Einladung, wieder dabei zu sein. Und Dankeschön, damit bedanke ich mich ganz herzlich. Alles Gute für das Symposium. Tschüss, danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss.